Eines ist klar, heute wird der Markt von zwei Themen bestimmt, nämlich von den Apple-Zahlen gestern, die nachbörslicher kamen und besser waren als erwartet, nachdem man die Erwartungen ja so stark gesenkt hatte. Und natürlich dann die heutige Fed-Entscheidung, die wichtigste möglicherweise Notenbanksitzung der amerikanischen Notenbank seit Jahren, denn damit würde der Zinsanhebungszyklus enden und möglicherweise ein Zinssenkungszyklus beginnen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Fangen wir an mit Apple. Was war da? Naja, die Zahlen waren schon okay. Nicht grundsätzlich überzeugend. Wir haben etwa Probleme in Europa gesehen. Das Apple hat Probleme in China mit rückläufigen Zahlen. Dafür im restlichen Asien besser, in USA besser. Die iPhone-Umsätze weiter rückläufig, aber die Firma schafft es eben immer unabhängiger vom iPhone zu werden. Nur noch 47%, also weniger als die Hälfte des Umsatzes von Apple kommt durch iPhone-Verkäufe. Andere Produkte, Macs etc., haben deutlich zugelegt, auch wenn der Services-Bereich, der eigentlich so diese Wachstumshoffnung signalisiert, schwächer war als erwartet. Aber natürlich hat Apple auf Earnings per Share-Basis, also Gewinn pro Aktie, die Erwartung übertroffen, weil man wieder mal die Zahl der Aktien reduziert hat, indem man wieder mal im zweiten Quartal deutliche Aktienrückkäufe getätigt hat. Also es ist immer dasselbe Spiel. Man hat die niedrig gelegten Erwartungen übertroffen. Wenn ich die Latte niedrig genug lege, dann kann auch ein einbeiniger Hochspringer über die niedriger gelegte Latte dann auch springen. Das war Apple, die nachbörsliche Reaktion positiv, die Aktie dann etwa 4% im Plus. Mal sehen, wie das heute weitergeht, ob es die US-Futures oben halten kann, denn wir sehen heute Morgen ein Muster. Wir haben negative asiatische Märkte, Nikkei im Minus, chinesische Märkte im Minus, aber der US-Future-Markt ist positiv, eben in Reaktion auf das, was gestern Apple gebracht hat. Aber schauen wir uns mal an, warum möglicherweise die asiatischen Märkte negativ sind. Wir haben zunächst mal hier den Einkaufsmanager-Index aus China wieder gesehen, heute Nacht mit 49,7. Zwar so um und bei in der Erwartung, aber eben auch den dritten Monat in Folge unter der Expansionsschwelle von 50. Wir haben dann auch den Services-Bereich schwächer als erwartet gesehen. Also es ist so ein bisschen die Sorge um die Konjunktur. Man wartet vor allem auch ab vor der Fed. Unterdessen sind diese Herrschaften ja eingetroffen in China und Hu Xixin sagt, naja, die Gespräche haben begonnen, die Atmosphäre scheint erstmal gut zu sein, sagt er. Hoffentlich ist das ein gutes Zeichen. Hier sieht man Liu He mit Lighthizer und Mnuchin. Wir hatten ja gestern diese Tweets von Donald Trump, die jetzt nicht gerade toll klangen, nicht gerade nach Einigung klangen, aber es ist ein sehr, sehr weiter Weg. Das Ziel dieses Besuchs ist schlichtweg, den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen. Schauen wir uns erstmal, bevor wir zum zweiten großen Thema, nämlich der Fed, kommen, was heute auf der Agenda steht. Und das ist eine Menge. Wir haben das EU-BIP aus dem zweiten Quartal. Das wird ein Hingucker. Wir haben die Verbraucherpreise aus dem Juli. Auch das durchaus bedeutend, denn es sind neue, frische Daten um 11 Uhr. Dann haben wir den ADP-Arbeitsmarktbericht, also praktisch die Vorausschau auf das, was am Freitag mit den großen US-Arbeitsmarktdaten kommt. Chicago Einkaufsmanager-Index, Viertel vor vier, Lagerbestände für Öl, 16:30 Uhr. Dann natürlich der FED-Entscheid und die PK von Jerome Powell, die wir bei Finanzmarktwelten natürlich für Sie abbilden werden. Was wird da kommen? Aller Wahrscheinlichkeit nach, so ist die Logik, wird eine 0,25% Senkung kommen. Aber es gibt ein Restrisiko. Morgan Stanley etwa rechnet fest mit einer 0,5% Senkung, indem man praktisch jetzt mal richtig aufs Gas drückt. So Morgan Stanley kann man möglicherweise eine sich weiter abzeichnende Schwäche in der Zukunft, die Fed möglicherweise sieht, gleich mit einem großen Zinsschritt begegnen, so die US-Bank. Aber ist das wirklich der Fall? Oder würde ein großer Schritt von 0,5% dann wirklich die Märkte vielleicht sogar in Panik versetzen, weil man sich sagt, naja, weiß die Notenbank mehr als wir? Ist die Lage wirklich so schlimm? Morgan Stanley selbst hat hier mal ein paar Szenarien entworfen, wenn ich sie finde. Hier sind sie. Und gesagt, was dann zu erwarten ist. Jedenfalls würde ein großer Zinsschritt bedeuten, dass dann natürlich die Erwartungen noch vielleicht weiter gesenkt werden müssten für weitere Zinsschritte, wenn die Fed jetzt diesen großen Zinsschritt macht. Aber wir hatten gestern ja auch gesehen, dass der ehemalige New York Fed-Chef Bill Dudley klar gesagt hat, Leute, die Erwartungen sind viel zu hoch. Die Fed wird möglicherweise nur einmal die Zinsen senken und das war's. Wir sind absolut datenabhängig, während die Märkte eben glauben, die Fed ist sozusagen schon in einem Zinssenkungs Automatismus, so eine Art Autopilot.
sei das nicht der Fall und da könnten die Märkte eine böse Überraschung erleben, so gestern Bill Dudley. Mal sehen, wie es eben kommt, wie die Daten dann reinkommen. Gestern jedenfalls hatten wir gesehen, dass das Verbrauchervertrauen Conference Board auf dem dritthöchsten Wert seit der Finanzkrise war bei über 135. Da sind wir gestiegen von 124 auf über 135. Und vor allem hier Jobs plentiful to get, also Jobs leicht zu bekommen, einfach zu bekommen, deutlich gestiegen auf 33,4 von 28,2. Also von Krise ist da nicht so wahnsinnig viel zu spüren, auch in den Daten eben seit Juni. Die waren eher besser. Warum sollte da eigentlich ein 0,5er-Schritt erfolgen? Das ist die Frage. Aber dieser Herr möchte das unbedingt. Das ist Donald mit der verbalen Keule. Und hier seine Gehilfen, die sozusagen diesen etwas dünnlichen Jerome Powell hier ganz schön in die Bredouille bringen mit Tweets, mit Aussagen etc. etc. Gestern hat Bill Dudley zu Recht darauf verwiesen. Auch eine seiner Thesen war, die Fed wird schon deswegen sozusagen nicht wirklich krass die Zinsen senken, weil sie damit den Eindruck erwecken würde, sie würde hörig sein dem US-Präsidenten. Schauen wir mal, was ist die Reaktion an den Märkten? Der DAX kann sich hier leicht erholen, 12.136. Naja, noch ist nicht viel passiert. Wir haben diese Abverkauf, Seitwärtsbewegung, leichte Erholung, Abverkauf. Bisher ist auch das nur korrektiv, nicht wirklich beeindruckend, was der DAX hier an Erholung zeigt. Dass diese Erholung kommt, das liegt an den US-Futures, die wir hier sehen, der S&P 500 bei 3019. Es ist vor allem wieder der Tech-Sektor, der jetzt zulegen kann. Nachdem zwar gestern AMD, Advanced Micro Devices, enttäuscht hat, auch vor allem mit dem Ausblick für das dritte Quartal, aber Apple dann eben mit seinen Zahlen so ein bisschen Euphorie schafft. Wir sehen den Dow Jones bei 27.288 wieder erholt haben, den Euro-Dollar bei 1,1156, Gold bei 1430 und das amerikanische Crude Oil, das jetzt über der 58er-Marke handelt, nachdem gestern die API-Bestände deutlicher zurückgegangen waren als erwartet. Also, das ist die Situation. Die Apple-Zahlen werden erstmal für ganz ordentliche Stimmung sorgen. Wird man die asiatischen Märkte ein bisschen wegdrängen können, die schwächer sind, die schon in der Defensive sind und sich auf Apple fokussieren und dann eben auf die Hoffnung, dass die Fed schon das liefern wird, was alle sich erhoffen. Wir werden sehen. Ich wünsche jetzt erstmal einen guten Start in diesen Handelstag, meine Damen und Herren, und sage ciao.